Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, zuvor muss ich anmerken, es ist eigentlich unerhört. Es ist unerhört, dass die Regierungskoalition trotz der momentanen Situation heute über ihr Gesetz debattieren will. Ich meine, es mutet fast so an, als wollten Sie ohne großes Aufsehen und ohne öffentliche Aufmerksamkeit Ihr Gesetz durch das Parlament, das mit Krisenbewältigung beschäftigt ist, jetzt durchjagen. Ich meine, es ist aber verständlich, weil was Neues haben Sie nicht zu sagen und streiten eigentlich all das, was in der Anhörung von Betroffenen, von Wohlfahrtsverbänden, von Wissenschaftlerinnen gesagt wurde, haben Sie einfach ausgeblendet, haben Sie hier nicht erwähnt, haben sich letztendlich nur auf eine einzige Aussage berufen und somit die ganze Kritik, die an Ihrem Gesetz geübt wurde, haben Sie einfach ignoriert. Und das spricht eigentlich schon Bände in Bezug auf das, wie hoch Ihr Interesse ist an der politischen Beteiligung von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Wie gesagt, in der Anhörung wurde es mehrmals gesagt von Wohlfahrtsverbänden, von Ausländerbeiräten usw., so dass Ihr Ziel eben dass Ihr Gesetz eben das Ziel der politischen Teilhabe von ausländischen Menschen, Mitbürgerinnen und Mitbürgern, eben, dass das Ziel damit nicht erreicht wird. Ganz im Gegenteil, meine Damen und Herren. Frau Goldbach und auch Ihre Kolleginnen und Kollegen, Sie bestehen ja weiterhin darauf, dass Integrationskommissionen die politische Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund verbessern. Das geht aber komplett völlig an der Realität vorbei. Ich meine, Sie können auch nicht erklären, und es gibt dafür auch keine vernünftige Erklärung, wie soll das denn gehen? Wie soll das gehen, dass eine durch Fremdbestimmung zusammengesetzte Kommission die migrantische Bevölkerung tatsächlich repräsentieren soll? Das müssen wir uns erst einmal erklären. Politische Teilhabe, meine Damen und Herren. Politische Teilhabe bedeutet, dass die ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner auf die politischen Entscheidungsprozesse so direkt wie möglich Einfluss nehmen können. Die Lücke zwischen den in einer Kommune lebenden Menschen und den an den Entscheidungen beteiligten Menschen klaffen aber immer weiter auseinander. Und dieser Tatsache muss man auch entgegensehen. Und hier muss dringend ein Umdenken stattfinden, meine Damen und Herren. Weil wir wissen alle, tatsächliche Integration beginnt auf kommunaler Ebene. Das Erste, womit sich Mitglieder in einer Gesellschaft identifizieren, sind nun einmal die Viertel, die Kommunen und die Gemeinden, in denen sie den großen Teil ihres Lebens verbringen. Verwehrt man aber nun einem beachtlichen Teil der Gemeinden das politische Mitspracherecht, so ist dies mit Sicherheit ein Pflasterstein auf dem Weg eben ihrer Entfremdung von der Gesellschaft, in der sie leben, meine Damen und Herren. Doch statt sich für echte Teilhabe einzusetzen, also für Wahlrecht für alle zu kämpfen oder zumindest die Ausländerbeiräte wirklich zu stärken, was ja in ihrer Macht stünde, kommen Sie jetzt zum zweiten Mal wieder mit Ihrer Integrationskommission um die Ecke. Das Erste, was aber gemacht werden müsste, ist, die Wahlen zu den Ausländerbeiräten mit viel mehr Ressourcen unterstützen. Die lächerlichen 2.500 €, die Sie da der AGA zur Verfügung stellen, die langen hinten und vorne nicht aus, um ein vernünftiges Wahlprogramm auf die Beine zu stellen, meine Damen und Herren. Zudem haben sehr viele Ausländerbeiräte noch nicht einmal ein eigenes Etat. Es fehlt ihnen an personellen Ressourcen, es fehlt ihnen an räumlichen Ressourcen und an der notwendigen Einbindung und Anerkennung innerhalb der Gemeindevertretung, meine Damen und Herren. Dem muss so schnell wie möglich entgegengewirkt werden, indem man eben Ausländerbeiräte vor Ort unterstützt. Und genau diejenigen Gemeinden, über deren geringe Teilnahme an Ausländerbeiratswahlen und über deren mangelnde Listenaufstellung Sie sich beklagen, genau diese Gemeinden würden diese Unterstützung dringend benötigen. Aber in diese Richtung wurde bei Ihrem Gesetzentwurf nicht gedacht, und das wollen Sie immer noch nicht machen. Tatsächliche Partizipation kann aber nur gelingen, wenn Politik eben nicht nur für, sondern auch von Migranten gemacht wird, meine Damen und Herren. Es muss endlich Schluss sein damit,
Menschen mit Migrationshintergrund zu Objekten der Politik zu machen und zu deklassieren, sondern sie müssen es endlich zulassen, dass sie mitgestaltende, mitbestimmende Subjekte dieser Gesellschaft, innerhalb dieser Gesellschaft werden. In den letzten Wochen und auch heute wurde immer wieder beteuert, ausländische Mitbürger sind Teil der Gesellschaft, sie sind keine Fremden, sie sind hier zu Hause. Ja, dann lassen Sie diesen Worten aber auch Taten folgen, meine Damen und Herren. Dann behandeln Sie diese Menschen nicht mehr als Fremde. Und hören Sie vor allem endlich auf, sie andauernd zu bevormunden. Meine Damen und Herren, wie viel Demokratie ein Land wahrt, wird auch an den politischen Partizipationsmöglichkeiten seiner ausländischen Bevölkerungsgruppen abgelesen. Aber wir müssen leider feststellen, in unserem Land gibt es diesbezüglich leider nicht sehr viel zu lesen. Aber ich will Ihnen noch eins mit auf den Weg geben. Ich will Ihnen nur noch einmal sagen, täuschen Sie sich nicht, die migrantische Bevölkerung wird sich mit ihrem Gesetz auf gar keinen Fall abspeisen lassen, sondern sie wird jetzt umso vehementer für ihre Rechte und für das Wahlrecht kämpfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.